Hallöchen und willkommen hier auf dem Kanal Pflanzenwahnsinn. Ich bin die Steffi und schön hast du wieder eingeschaltet zu diesem neuen Video, denn es gab schon echt lange kein neues mehr. Aber irgendwie ist es im Sommer gar nicht so einfach, neue Videos zu drehen, weil das Wetter immer so schön ist und man dann lieber draußen ist und irgendwie das ein bisschen vergessen gerät. Und heute war aber der Plant Swap in Zürich und ich habe da dieses Mal wirklich Pflanzen gekauft. Letztes Mal hatte es nichts dabei, was mir gefallen hat, aber dieses Mal habe ich dann doch ein bisschen zugeschlagen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch kurz ein paar Videos, wie es dort ausgesehen hat. Und dann zeige ich euch natürlich auch noch meine Schätzchen, die ich mit nach Hause genommen habe. Viel Spaß beim Video! Senden. Ihr habt jetzt gesehen oder ein bisschen gesehen, wie es dort ausgesehen hat. Und ich zeige euch jetzt, welche Pflanzen mit mir nach Hause durften. Und ich beginne gleich mit der Pflanze, die eigentlich gar nicht mir gehört, sondern meinem Partner. Und zwar ist das hier eine Zebrina. Und zwar keine normale, sondern eine Blackstem. Und die sieht wirklich wunderschön aus. Ich zeige euch hier mal die Blattrückseite. Sie hat unten wirklich so schöne schwarze Venen und oben, ja, hat sie einfach ein grünes Blatt. Sieht wunderschön aus. Und ja, die ist jetzt bei mir sozusagen in Pflege, seine Pflanze aber von mir adoptiert. Dann die erste Pflanze, die ich mir gekauft habe, ist diese hier. Eine Syngonium. Und zwar die Albo Variegata. Wirklich mit einer richtig, richtig schönen Variegation. Und hier unten hat sie ein fast ganz weißes Blatt. Mal schauen, wie lange das bleibt, aber sonst sieht die schon sehr vielversprechend aus. Bin mal gespannt, wie die wächst. Dann habe ich mir eine ein bisschen größere Pflanze gegönnt und zwar dieser Philodendron Bilitae oder wie man es ausspricht. Ja, ich hoffe, der wird dann schön riesig und ich finde die Blätter mit dieser langen Form sind einfach wunderschön. Bin gespannt, wie dann der wächst bei uns. Ja, und dann habe ich noch eine vierte und letzte Pflanze und zwar ist die Pflanze ein kleiner Traum. Ich habe ja schon die normale Freideck und obwohl sie heißt, glaube ich, eben die nicht variegierte, heißt eben nicht Freideck, aber viele nennen sie so. Und das hier wäre dann die richtige Freideck in dem Sinne mit Variegation und ja, sie ist mega süß. Noch ein kleines Baby, aber ich hoffe, dass sie irgendwann groß und stark wird und richtig schöne Blätter macht. Ja, das war meine Ausbeute und das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, der kleine Einblick hat dir gefallen und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!